Vom Adieda zum Willkomme. Sie sehen, wir haben ein wenig umgebaut, denn wir freuen uns nicht nur auf den künftigen Rektor der FH Aachen, sondern gleich auf das gesamte Rektorat. Sie sind alle frisch gekürt und stehen nun in den Startlöchern. Und gekürt ist auch das richtige Stichwort. Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie denn so eine Wahl zum Rektor und zum Rektorat vonstatten geht. Ich habe es mir mal angeschaut. Ich muss zugeben, das ist ein ziemlich bürokratisches Verfahren, nicht ganz unkompliziert. Wenn ich Ihnen das jetzt erzählen würde, dann würde ich mir A, den Mund fusselig reden und B, ich hätte es wahrscheinlich auch noch falsch erklärt. Dementsprechend haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Darauf dürfen Sie sich freuen. Viel Spaß. Das ist das Rektorat der FH Aachen. Das Rektorat hat die nun nicht ganz unwichtige Aufgabe, über 15.000 Studierende, 250 Professorinnen und Professoren, 470 Lehrbeauftragte sowie 750 Beschäftigte in Lehre und Forschung an verschiedenen Standorten zu leiten. Aber normalerweise fällt so ein Rektorat nicht vom Himmel. Wie setzt es sich also zusammen und wie werden die Rektoratsmitglieder eigentlich gewählt? Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rektor, der Kanzlerin oder dem Kanzler sowie Prorektorinnen und Prorektoren. Die Rektorin oder der Rektor sowie die ProrektorInnen werden für 6 Jahre gewählt. Die Amtszeit der Kanzlerin oder des Kanzlers beträgt 8 Jahre. Das Verfahren zur Wahl der Rektoratsmitglieder ist im Hochschulgesetz und in der Grundordnung der FH Aachen geregelt. Alle Rektoratsmitglieder werden von der Hochschulwahlversammlung gewählt. Die Hochschulwahlversammlung besteht aus den Mitgliedern des Hochschulrats und des Senats. Aber nicht so schnell. Hochschulrat? Senat? Der Hochschulrat ist eine Art Aufsichtsgremium der Hochschule. Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Beratung des Rektorats und die Aufsicht über dessen Geschäftsführung. Mindestens die Hälfte der Mitglieder müssen extern sein. Der Senat berät und entscheidet über Angelegenheiten, die für die gesamte FH Aachen von Bedeutung sind. Seine Mitglieder setzen sich zusammen aus HochschullehrerInnen, Studierende, wissenschaftliche MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen in Technik und Verwaltung. Und jetzt zurück. Die Stellen der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder müssen öffentlich ausgeschrieben werden. Das entsprechende Bewerbungsverfahren wird geleitet durch eine Findungskommission. Sowohl der Hochschulrat als auch der Senat entsenden jeweils 3 Mitglieder in diese Findungskommission. Weitere Mitglieder sind unter anderem die Vorsitzenden der Personalräte und die Gleichstellungsbeauftragte. Die Kandidierenden müssen hier nun zur Wahl in der Hochschulwahlversammlung vorgeschlagen werden. In der Hochschulwahlversammlung stellen sich die Kandidierenden vor und können befragt werden. Zur erfolgreichen Wahl benötigt jede oder jeder Kandidierende die Mehrheit der Stimmen der Hochschulwahlversammlung, sowie jeweils die Mehrheit der Stimmen aus dem Hochschulrat und aus dem Senat. Wenn die gewählten Personen die Wahl annehmen, wird das Ministerium für Kultur und Wissenschaft informiert und ernennt die neuen Rektoratsmitglieder. Puh, wir haben es geschafft. Hier ist das neue Rektorat der FH Aachen. Das ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüße. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und dass wir das gemeinsam machen dürfen. Wie sich das gehört, fange ich dann bei der Vorstellung auch gerne bei der Dame an. Herzlich willkommen, Martina Klocke, Prorektorin für Diversity und Chancengerechtigkeit. Herzlich willkommen auch Christoph Schelthoff, Prorektor für strategische Planung, Finanzierung und Steuerung. Schön, dass Sie da sind. Thomas Ritz, Prorektor für Forschung, Innovation und Transfer. Ebenso herzlich willkommen Josef Rosenkranz, bisheriger und neuer Prorektor für Studium und Lehre. Volker Stempel, amtierender Kanzler der FH Aachen. Und last but not least Bernd Pietschmann, neuer Rektor der FH Aachen. Herzlich willkommen. Ja, auch du herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, lieber Bernd, ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Die erste Frage gebührt natürlich dir. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, für das Amt des Rektors zu kandidieren? Ich kann mir vorstellen, dass es unanstrengendere Aufgaben gibt. Was mich bewogen hat, ist eigentlich ziemlich einfach. Ich habe in den letzten 9 Jahren als Dekan gesehen, wie wichtig es ist, sich für die Hochschule zu engagieren, anzupacken, mitzumachen
und gestalten zu können. Und diese Gestaltungsmöglichkeit, die sich jetzt auch für die Hochschule ergibt, die hat mich extrem gereizt. Und dir ist sehr wichtig, einen Teamgedanken zu formulieren. Wir sehen, du bist nicht alleine, sondern wir sehen eben 5 Kolleginnen und Kollegen. Was ist euer Motto? Wir können zusammen Zukunft. Das ist unser Motto. Und das Wir ist groß geschrieben. Und das Wir geht nicht nur auf diese Gruppe, sondern das Wir heißt Hochschule. Wir als Hochschule können zusammen Zukunft. Davon sind wir überzeugt, die hier stehen. Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube auch viele andere. Schön, dann wollen wir die Menschen, die an deiner Seite stehen, auch einmal näher vorstellen. Wir haben es ja eben schon gesehen in der Vorstellung, da waren es ja nur Scherenschnitte. Jetzt haben wir Gesichter dazu, aber wir haben uns etwas überlegt, haben mit jedem von Ihnen ein ganz kurzes, aber sehr interessantes Interview geführt und das hat sehr spannende Dinge zutage gebracht. Schauen wir es uns einfach mal an. Hatten Sie schon mal einen komplett anderen Look? Wenn ja, wie sah der aus? Ja, ich hatte schon mal einen komplett anderen Look. Ich hatte schon mal längere Haare, die nicht so kraus waren, aber die Krause, die hat sich entwickelt über die Zeit. Sommer oder Winter? Ich bevorzuge den Sommer. Was ist Ihr geheimes Talent? Mein geheimes Talent ist, zu zeigen, dass Dinge, die andere meinen, dass sie nicht gehen, doch funktionieren. Pausenbrot oder Mensagericht? Pausenbrot. Ihr Lieblingsplatz in der Euregio? Mein Lieblingsplatz in der Euregio ist Aachen und der Aachener Wald. Katze oder Hund? Hund. Worüber ärgern Sie sich? Wenn Leute unzuverlässig sind. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Sie sind ein Tag Rektorin an der FH. Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Mit allen Leuten sprechen und gutes Klima erzeugen. Wenn Sie nur noch ein Lebensmittel für den Rest Ihres Lebens essen könnten, welches wäre das? Currywurst. Auto oder Bus? Auto. Welches Tier wären Sie gerne? Überhaupt keins. Ich bin unheimlich gern Mensch. Gibt es eine Angewohnheit, die Sie ablegen möchten? Ungeduld. Kaffee oder Tee? Kaffee. Vanille oder Schokoeis? Schoko. Sie sind einen Tag lang Rektor an der FH. Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, weil ich bin nicht Rektor und ich werde auch nicht Rektor. Digital oder analog? Digital. Welche Sprache möchten Sie gerne sprechen? Deutsch. Ihr Lieblingsplatz in Aachen? Mein Zuhause. Was darf in Ihrem Kühlschrank niemals fehlen? Ein Bier. Berge oder Meer? Berge. Sie sind einen Tag lang Rektor an der FH. Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Alle begrüßen. Jogginghose oder Anzug? Weder noch. Ihr Lieblingslied? Bohemian Rhapsody. Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Frau, meine Kinder und Router. Hatten Sie schon mal einen komplett anderen Look? Wenn ja, wie sah der aus? Als Student viel lässiger, aber danach eigentlich nicht mehr. Haben Sie ein Morgenritual? Ja, eine Banane essen. Chips oder Schokolade? Beides. Welches Gericht würden Sie gerne in der Mensa essen? Burger. Morgen- oder Abendmensch? Weder noch. Bratwurst oder Tofu? Tofu. Wenn Sie an die FH Aachen denken, welche 3 Dinge fallen Ihnen als erstes ein? Mint. Toll. Liegt am Weg. Pool oder Meer? Meer. Sie sind einen Tag lang Rektor an der FH. Was wäre Ihre erste Amtshandlung? Einen guten Tag sagen. Tanzfläche oder Barhocker? Tanzfläche. Hatten Sie schon mal einen komplett anderen Look? Wenn ja, wie sah der aus? Das wollen Sie nicht wissen. Was ist Ihre liebste Jahreszeit? Sommer. Kuli oder Füller? Kuli. Welche alltägliche Aktivität würden Sie gerne in eine olympische Disziplin verwandeln? Oh je. Weiter. Schlager oder Metal? Metal. Ihr Lieblingsplatz in Aachen? Hanneweier. Bier oder Wein? Wein. Beschreiben Sie die FH Aachen in 3 Worten. Ist einfach fantastisch. Hitze oder Kälte? Kälte. Pizza oder Pasta? Pizza. Was war Ihr Lieblingsfach in der Schule? Kunstgeschichte. Regen oder Wind? Wind. Welchen Traumberuf hatten Sie als Kind? Priester. Analog oder digital? Gute Mischung. Ihr Lieblingsplatz in Aachen? Mein Zuhause. Couch oder Sport? Couch. Haben Sie schon immer ausschließlich nur schwarze Hemden getragen? Nicht immer, aber schon sehr lange. Ihr erster Tag als Rektor an der FH. Was ist Ihre erste Amtshandlung? Mit Menschen reden.
Ja, sehr aufschlussreich. Auch ich kenne ja das Rektorat bis auf eine Ausnahme nicht. Ich fange einfach mal bei Frau Glocke an. Frau Glocke, Ihr Talent liegt darin, Dinge möglich zu machen, die andere für unmöglich halten. Was bedeutet das denn im Hinblick auf Ihre Aufgaben im Rektorat? Ja, dieses Rektorat wird mich dahingehend herausfordern, dass ich mich darum kümmere, Dinge anzupacken und zu entwickeln. Und was ganz wichtig ist, ist, glaube ich, eine gewisse Fehlermentalität auch, dass man auch bereit ist, Fehler einzugestehen und Fehler auszumerzen und dass man wirklich offen auf Dinge zugeht und Dinge auch ausprobieren. Und das möchte ich gerne umsetzen und gestalten. Schön. Herr Ritz, Ihre Antworten kamen ja buchstäblich aus der Pistole geschossen. Sie bezeichnen für sich Ungeduld als Ihre negative Eigenschaft. Aber ist Ungeduld eigentlich nicht auch eine total positive Eigenschaft, gerade bezogen auf Ihre Ziele im Rektorat? Ja, auf den ersten Blick vielleicht ja. Ich glaube, man selber leidet unter der Ungeduld eigentlich immer am wenigsten. Also meistens haben andere Leute unter der Ungeduld so ein bisschen zu leiden, weil man einfach drängelig ist und ja, vielleicht auch manche Sachen nicht so an sich ranlassen will oder so. Also von daher denke ich, man braucht eine gewisse Ungeduld in der Forschung, weil man ja irgendwie Ergebnisse erzeugen möchte und Dinge einfach auf die Straße bringen möchte. Aber Ungeduld kann schon auch fürs Umfeld manchmal ganz schön nervig sein. Und ich versuche daran zu arbeiten. Ich tue mein Bestes. Vor allen Dingen, dass sich dann in positive Energie ummünzen. Sie kennen ja den alten Spruch, lieber Gott, gib mir Geduld, aber schnell. Ne? Genau so. So nehmen wir's. Herr Schelthoff, als Prorektor für strategische Planung, Finanzierung und Steuerung, Bohemian Rhapsody ist Ihr Lieblingssong. Sie outen sich also als Queen-Fan, was ich persönlich schon mal sehr sympathisch finde. Werden Sie im Rektorat dann in Zukunft auch manchmal diese Textzeile singen? Ja? I sometimes wish I was never been born at all. Oder singen Sie dann doch eher einen anderen Queen-Hit, We are the Champions? Okay, also nicht geboren worden zu sein, stelle ich mir jetzt für mich sehr unangenehm vor. Gerade mich persönlich würde das ja auch treffen. Allerdings würde ich mich dann ja auch gar nicht kennen, von daher wäre es wieder nicht schlimm. Aber ich glaube, der andere Punkt ist der wichtigere und den würde ich auch immer so unterschreiben. Champion zu sein heißt jetzt nicht, dass jemand damit verlieren muss, sondern dass man sich selber für Dinge begeistert, Dinge vorantreiben will, erfolgreich sein will. Und wenn man so einen Erfolg spürt, beruflich, privat, beim Sport, glaube ich, dass einem das immer einen Motivationsschub gibt. Und ich glaube, das ist auch eher so mein Lebensmotto. Super, Dankeschön. Professor Rosenkranz, Burger und Tofu. Also für Sie gilt der alte rheinische Grundsatz, entweder oder ist nicht katholisch, sowohl als auch, so gilt der alte Brauch. Das ist schon mal sehr sympathisch. Wir wollen auch gar nicht wissen, was früher Ihr Look war. Aber wir wollen natürlich wissen, mit welchen Erwartungen Sie nun in diese Rektoratsperiode starten. Tja, also das kann ich ganz schnell sagen, mit den allerbesten Erwartungen. Ich weiß, dass wir viel bewegen werden mit diesem tollen Team hier. Die Hochschule ist fantastisch aufgestellt. Ich denke, wir haben perfekte Ausgangsbedingungen. Insofern muss ich sagen, sind meine Erwartungen durchaus hoch, auch an das eigene Tun. Und die Herausforderungen, die wir haben, ich glaube, die kennen alle, muss ich jetzt nicht sagen, aber was uns jetzt im Bereich der guten Mischung von digitaler Lehre und analoge Lehre sozusagen, was es da zu gestalten gilt, das sind schon Aufgaben und da freue ich mich total drauf. Toll. Und Sie bringen ja auch schon Vorerfahrung mit, ebenso wie Ihr Kollege Herr Stempel. Herr Stempel, Sie können Kanzler, das haben Sie ja bereits hinlänglich bewiesen. Und Verwaltung und Finanzierung gehören sicherlich zu Ihren Hauptaufgaben. Der Hange Weiher ist Ihr Lieblingsort, wie wir gerade erfahren haben. Sehen Sie da sich dann im Rektorat eher als Hecht im Karpfenteich oder wie ist Ihre Rolle? Oh, das ist ein Bild, glaube ich, das habe ich da nicht mit im Hinterkopf gehabt. Muss man vielleicht wissen, dass ich in meiner vorigen Station, bevor ich an die FH kam, in Hamburg gearbeitet habe und da ist natürlich Wasser überall, ja, Alster, Elbe und so weiter. Und meine erste Suche hier in Aachen war nach Wasser. Obwohl wir hier auf Wasser überall sitzen, ja, Thermen und so weiter, alles unten drunter, aber alles unter der Erde. Und Hangeweiher war so ein Fleckchen, da konnte man sich mal hinsetzen und Wasser. Ich finde Wasser extrem wichtig, weil das für mich ganz speziell ist und eine ganz eigene Wirkung auf mich ausübt. Dankeschön. Lieber Bernd, du wolltest früher Priester werden und du bist nun Hochschulprofessor. Haben diese Berufe oder Berufungen etwas gemeinsam eigentlich? Also das, was sie auf jeden Fall gemeinsam haben,
ist, dass es dem Menschen zugewandt sein sollte in der Kirche und auch in der Hochschule. Also sich dem Menschen widmen, und zwar dem Individuum und nicht irgendwelchen Gruppen, die man immer nur adressiert, sondern dass man wirklich mit dem Einzelnen redet, mit dem Einzelnen ins Gespräch kommt. Das ist für mich, glaube ich, das, was auf jeden Fall verbindet. Und die Kommunikation, die dafür notwendig ist, die gute Kommunikation, die gute, wertschätzende Kommunikation. Wir legen ja alle nicht so viel Wert auf Äußerliches, aber du hast es ja eben gesagt, du trägst schwarze Hemden. Das tragen ja nicht nur Priester, sondern auch Theaterintendanten. Und das hat auch übrigens einen guten Grund. Ein Theaterintendant, der trägt jetzt ein schwarzes Hemd nicht, weil er so traurig ist, sondern weil er sich ja oftmals auch in der Kulisse bewegen muss. Und ein schwarzes Hemd fällt da eher nicht auf. Und trotzdem ist der Theaterintendant ja doch der Chef. Ist das auch dein Credo, eher im Hintergrund wirken zu wollen? Und das Team in den Vordergrund zu stellen? Ja, das ist auf jeden Fall mein Hintergrund. Der Hintergrund ist der, dass die Menschen im Vordergrund stehen sollen, die die große Leistung erbringen und nicht die, die oben in der Hierarchie stehen. Das ist schon der Hintergrund. Es gibt aber noch einen ganz anderen Hintergrund. Es ermöglicht mir eine ganz einfache Kleiderwahl jeden Morgen, weil alles ist schwarz, kannst du gar nichts anderes machen. Prima, Dankeschön. Ja, so eine kleine Frage in die Runde. Die Antworten der Kolleginnen und der Kollegen, hat Sie da etwas überrascht oder haben Sie da schon eine Facette entdeckt, wo Sie sagten, wow, hätte ich nicht gedacht? Freie Reihe. Also dass zwei von denen so, wenn sie sich über Essen reden, der eine sagt Currywurst und der andere Hamburger und dass man denen das nicht ansieht, das hat mich dann schon überrascht. Naja gut, danke fürs Kompliment. Ein bisschen sieht man es leider schon. Nö, aber nicht auf die Entfernung. Ich nicht mehr. Die Ungeduld treibt es raus. Ja, man weiß ja auch nicht, wie viel man davon isst. Ne? Ja. Das ist richtig. Ja, schön, dass wir Sie schon mal im ersten Eindruck persönlich kennenlernen dürfen. Aber Sie haben natürlich auch eine Strategie, Sie haben eine Vision. Und Sie treten ja nicht an für die nächsten 6 Jahre, um zu sagen, naja, wir machen alles so wie bisher und wir haben uns gar keine Gedanken gemacht. Ganz im Gegenteil. Sie haben sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Und da ist aber kein 1000-seitiges Pamphlet bei rausgekommen, sondern eine Zeichnung, die wir uns jetzt mal angucken. Hier sehen wir viele Bildchen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Comic, ist aber gar kein Comic. Sowas nennt man in der Fachsprache ja Graphic Recording. Da werden viele Gedanken und Visionen, die man so hat, zusammengefügt. Das ist ein Prozess, der sicherlich auch sehr lange dauert und der permanent fortgeführt wird. Mir sind da so ein paar Sachen aufgefallen, aber ich pick da mal eins raus. Da ganz oben, da sieht man einen Seebären am Ruder stehen, offenbar so ein bisschen in Troubled Waters. Ein Laptop vor ihm, das scheint von einem Coronavirus befallen zu sein. Vielleicht ist das ja unser emeritierter Rektor, der auf hoher See sein Navigationslaptop in Probleme sinken sieht. Keine Ahnung. Was verbirgt sich denn hinter den einzelnen Zeichnungen? Picken Sie sich doch ganz einfach mal exemplarisch ein paar heraus und erläutern Sie es uns. Darf ich es tun? Ja, klar. Das hat mit Lehre zu tun, aber nicht nur. Ich finde die Interpretation total interessant und überlege, ob wir das nicht in unseren Strategieprozess einfließen lassen sollten. Aber ganz im Ernst, das, was wir uns dabei gedacht haben, wir haben das auch gemeinsam diskutiert. Ich glaube, wir sehen ja alle, was das Coronavirus mit uns macht. Und ich sage es ungern, aber es gibt ein paar Dinge, die sind durchaus positiv. Die Hochschule hat eine fantastische Leistung, wie übrigens alle Hochschulen, vollbracht im Handeln dieser Krise in Bezug auf, wie bringen wir unsere Lehre an die Frau, an den Mann. Und das hat großartig funktioniert, da haben wir sicherlich eine Menge gelernt. Aber andererseits hat das auch die Entwicklung geprägt. Was wir jetzt sehen in der Lehre, das ist im Grunde genommen total spannend. Aber es ist natürlich nicht das, was uns in die Zukunft trägt. Aber vieles davon wird in der Zukunft bleiben. Wir denken, dass viele Elemente da bleiben. Und Bernd hat es gesagt, es kommt ja darauf an, dass wir diese Mischung gestalten von digitalen und konventioneller Lehre, Präsenzlehre. Und es geht eigentlich darum, jetzt Strategien zu entwickeln, die uns dann wirklich tragen für die Zukunft, wo wir sagen können, ja, das ist gut und das vielleicht nicht ganz so gut. Und darum wird es gehen, und das soll dieses Bild eigentlich ein bisschen versinnbildlichen, dass wir da durchsteuern müssen. Vielleicht nicht ganz gelungen, das ist nicht ein Steuermann, der da durchsteuert, sondern da müssen wir uns natürlich als Hochschule einen Kompass geben. Insofern hätten wir vielleicht einen Kompass wählen sollen, aber das Bild Steuermann trägt ziemlich gut, weil Sie wissen, Herr Baumann hat auch dieses Bild immer bemüht und es findet sich hier wieder. Schön.
Ja, die FH Aachen, wie man so hört, war ja aber in Sachen digitale Lehre eigentlich bis dato dann auch sehr gut aufgestellt, sodass die Pandemie, ja, mit all ihren negativen Auswirkungen, die FH dann Gott sei Dank nicht so getroffen hat, aber die Auswirkungen sind durchaus positive und Deutschland war ja eigentlich digital relativ dunkel, ist jetzt ein bisschen heller geworden. Was genau nimmt man mit? Wo sehen Sie zum Beispiel das folgende Wintersemester? Wird das wieder in Präsenz sein oder werden Sie einige digitale Formate einfach aufrechterhalten? Ich frage ganz einfach mal so neugierig. Ganz gewiss. Erst einmal werden wir, die Krise ist ja noch nicht vorüber. Das heißt, wir wollen auch sehr vorsichtig starten und im Grunde so ein bisschen so eine Rampenfunktion fahren. Das ist jetzt ein sehr technischer Begriff, aber wir wollen nicht sozusagen von jetzt auf gleich wieder in Präsenz, sondern doch mit einem gewissen Übergang. Und wir wissen schon jetzt, dass viele digitale Elemente bleiben werden, weil sie einfach großartige Möglichkeiten bietet und das werden wir auch zulassen. Aber insgesamt haben wir auch gemerkt, ich glaube, das ist überall auch bekannt, Präsenz ist wichtig, das Miteinander ist wichtig, wir müssen miteinander reden und in einem getakteten digitalen Format fällt das leider ein bisschen hinten runter und das kann nicht die Zukunft sein. Das heißt, wir brauchen auch wieder den persönlichen Austausch, eine Kultur, das Miteinander ist, glaube ich, digital nicht möglich und das wollen wir halt. Dankeschön. Ja, wer pickt sich als nächstes ein Bildchen heraus und erläutert es? Ich bin sehr gespannt. Martina? Ja, gerne. Ja, wir haben ja uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir eine sehr gute und internationale Hochschule sind und auch zukünftig noch viel mehr werden wollen. Und gerade das Thema digitale Lehre hat uns gezeigt, dass eben das handelbar ist, aber dass doch vieles Persönliche unter den Tisch fällt und verborgen bleibt. Das hatte den Vorteil, dass auch internationale Studierende auch von außerhalb auf unsere Hochschule zugehen konnten und auch aus der Ferne lernen konnten. Aber dieses Miteinander, Wertschätzung, sich kennenlernen, auch andere Kulturen verstehen, kennenlernen, da ist vieles leider auf der Strecke geblieben. Dabei sind wir eine hervorragend aufgestellte Hochschule, was das angeht. Wir haben viele internationale Studierende, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Hochschule. Und diese Vielfalt zu gestalten, zu leben und zu nutzen für Chancen, für Potenziale in der Zukunft, das muss eigentlich viel stärker herausgekehrt werden. Wenn diese Prorektorenstelle Diversity und Chancengerechtigkeit jetzt im Rektorat aufgehangen ist und scheinbar neu ist, dann heißt das nicht, dass wir bisher dort wenig agiert haben. Im Gegenteil, wir haben ganz viel in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren entwickelt, Methoden entwickelt, ein Miteinander entwickelt und da gilt es auch noch vieles weiterzuentwickeln. Aber es wird jetzt offizieller, es wird jetzt öffentlicher und wenn diese Prorektorenstelle dazu beiträgt und ich dazu beitragen kann, das, was wir alle schon entwickelt haben, nach außen darzustellen und deutlich zu machen, wie gut wir sind und welche Möglichkeiten wir haben und weiterentwickeln wollen, dann ist das eine tolle Aufgabe, auf die ich mich auch sehr freue. Es ist sehr schön, dass das tatsächlich auch offiziell in das Rektorat integriert ist. Welches Bild, vielleicht habe ich es eben nicht ganz mitbekommen, war denn dann Ihres? Und worauf weisen wir denn dahin? Wir sehen hier ein Bild, wo wir mehrere Studierende, würde ich jetzt mal interpretieren, nebeneinander stehen sehen, mit vielen Ideen in den Köpfen. Studierende, die unterschiedliche Hautfarben haben, unterschiedliche Lebensentwürfe haben, vielleicht durch Einschränkungen in der einen oder anderen Richtung behindert sind und an einem studentischen Leben nur mit Mühe teilnehmen können. Und hier wollen wir vieles entwickeln und allen Lebensentwürfen entsprechend Anerkennung und Respekt entgegenbringen und dafür sorgen, dass da ein reger Austausch mit allen Beteiligten auch stattfinden kann, so wie es sich gehört. Super, die FH Aachen ist für alle da. Ja. Toll. Bitteschön. Ja, dann schließe ich Herr Schelthoff direkt an. In meinem Ressort geht es ja auch um Finanzierung als einen Bestandteil davon. Darauf beziehen sich dann in der vorletzten Reihe das zweite Bild und in der letzten Reihe das dritte Bild, damit man es wiederfindet. Und die Intention dahinter ist, dass wir nicht mit fertigen Lösungen jetzt hier schon starten, sondern wir denken eben, dass wir kein Unternehmen sind. Gewinnmaximierung ist jetzt nicht unser erstes Ziel, aber wir unterliegen eben auch einer Finanzierung. Und andererseits möchten wir halt auch unsere Flexibilität behalten, künftig Dinge zu tun, die wir für uns richtig halten und die wir gerne machen möchten. Und deshalb muss die Ausfinanzierung der Hochschule breit getragen sein. Wir müssen gemeinschaftlich uns überlegen, was wir machen und was wir auch nicht machen wollen.
Und wo immer wir da einen Konsens hinkriegen, würde ich das immer als den besten Weg auch ansehen werden. Und wenn man dann auf die kleinen grünen Balken kommt, ich denke, wenn man sich Ziele gesetzt hat, wo man dann auch gemeinschaftlich hin möchte, dann ist es auch wichtig, dass man den Weg dahin begleitet und messbar macht, dass man also nicht nur im Kaffeegespräch so vage feststellt, wo man steht, sondern man möchte es gerne auch in der Hand haben und Erfolge, Zwischenerfolge feiern können. Und dazu finde ich diese Messbarkeit eben extrem wichtig. Und am Ende steht, wenn ich es richtig sehe, dieses Geschenk, ne? Ja. Was symbolisiert das Geschenk? Soll das ein Anreiz sein, eine Belohnung oder ist das einfach so eine, genau, eine mentale Belohnung? Wenn wir uns darüber einig sind, wo wir denn hingehen wollen, dann muss es auch für diese Zwischenziele Anreize geben für unsere Kollegen, für die Verwaltung, für die Fachbereiche, diese Zwischenziele zu erreichen. Und dafür müssen wir dann eben auch in irgendeiner Form ein Belohnungssystem haben, um die Leute mitzunehmen und ihnen Geschenke am Ende geben zu können. Aber ich möchte schon mal sagen, ich glaube nicht, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo wir fertig sind, sondern das ist ein dauernder Prozess, der immer weitergetragen wird und nicht an einem Zeitpunkt fertig. Also der Pfeil, der auch stetig nach oben geht, genau, ja, und natürlich auch hoffentlich immer nach oben geht. Vielen Dank. Finanzierung, ja, ist ja sicherlich ein breiter Punkt, ne? Sie konkurrieren da ja nicht, sondern Sie kooperieren da mit Ihrem Kanzlerkollegen, ne? Herr Stempel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe von der berühmt-berüchtigten Job-Description her, sind ja die Finanzen auch unter anderem Ihr Beritt, neben der Verwaltung. Was ist denn Ihr Lieblingsbild oder das Bild, das Sie kreiert haben? Ja, ich finde die eigentlich alle gut. Und vielleicht kann ich am ehesten mal was zu dem Bild, was in der Mitte zu sehen ist, mit den vielen Gebäuden, mit den Häuschen, die da abgebildet, ja, sind. Und ich nehme mal Bezug auf das, was Josef, was du gesagt hast, ausgehend von der Pandemie, von der Krise und was wir aus so einer Krise mitgenommen haben, dann in Richtung digitale Lehre, Weiterentwicklung, neue Möglichkeiten, die wir künftig nutzen wollen. Also oft sind Krisen Chancen. Und ich möchte da mal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen in diesem Zusammenhang, der jetzt nicht unbedingt als Krise zu bezeichnen ist, aber wir haben eine hohe Studierendenzahl gehabt ab 2010 und mit den Hochschulpakten da auch eine enorme Entwicklungsspur hinter uns. Und diese besondere Situation der hohen Studierendenzahlen, die wir da wuppen mussten. Wie viele sind es, wenn ich kurz mittlerweile sind wir bei 15.000 und wir hatten am Anfang etwa 9.000, das heißt eine deutliche Entwicklung. Und da kann man immer auch sehen, dass diese besonderen Situationen Hochschulen auch immer wieder Chancen bieten, die man ergreifen muss. Also dass die Hochschule sich so toll dann hat weiterentwickeln können mit mehr Studierenden, aber auch mit mehr Studiengängen. Das ist eine Sache, die sich auch konsolidieren wird. Nach den Prognosen, die wir haben, werden die Studierendenzahlen hoch bleiben. Und jetzt komme ich zu dem Bild mit den Gebäuden. Natürlich müssen die Lehrenden, Studierenden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter irgendwo auch ihr Zuhause haben. Nachdem wir zu Anfang sehr stark auf Anmietungen gesetzt haben, auf vorübergehende Anmietungen, weil Deutschland ja der Ansicht war, dieser Studierendenberg, das ist was Vorübergehendes, so sehen wir uns jetzt vor der Herausforderung, dass wir damit uns arrangieren müssen, dass wir dauerhaft auch ein Zuhause brauchen. Und das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Also die Räume, die wir bislang haben, die zu verstetigen, aber auch neue Räumlichkeiten zu entwickeln. Und das ist vielleicht dann auch ein wichtiger Punkt, neben dem, dass wir diesen Raum gesichert und nachhaltig brauchen, hat sich im Laufe der Zeit deutlich gezeigt, dass es zwischen den Hochschulen auch einen Wettbewerb gibt um Gebäude. Und wer hat tolle Gebäude, in denen man sich gerne aufhält und die ja funktional sind und die Chancen bieten. Aufenthaltsqualität zu schaffen. Und ja, von Lernräumen, von anderen Arten, wie man miteinander agiert. Und deswegen findet sich da am Kopf oder oberhalb der Gebäude eben auch der Bezug. Wir wollen künftig Wert darauf legen, dass die FH auch Gebäude hat, in denen sich gut lehren, gut lernen und gut forschen lässt. Sehr schön. Ich drücke ganz herzlich die Daumen. Herr Ritz. Ja, ich würde gerne anfangen mit dem Bild mit der Rakete. Mir ist einfach wichtig, dass die Forschung leistungsstark ist. Was das bedeutet, ist mir eigentlich erst klar geworden,
seit ich seit der Wahl die Chance hatte, mich auch noch mal ein bisschen weiter an der Hochschule umzuschauen. Schauen Sie, ich bin 17 Jahre da und war schon immer stolz auf das, was ich in meiner Forschung gemacht habe und das, was die Kollegen so im näheren Umkreis gemacht haben. Aber wenn Sie mal jetzt den Blick weiterspannen auf die gesamte Hochschule, das ist schon wahnsinnig beeindruckend, auf welche aktuellen Fragen und Probleme wir als Hochschule eine Antwort geben können. Das heißt, wir können wirklich mit unserer Forschung als Innovationsmotor dienen, die Zukunft gestalten. So, das ist die eine Facette, was Leistungsstärke aus meiner Sicht ausmacht. Ich glaube aber auch, die Forschung, wenn sie leistungsstark ist, ich hoffe, man sieht das so ein bisschen, dass man den Glanz in den Augen hat. Das hat ja eine gewisse Faszination. Und, ja. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das auch in so einem Unternehmen, in so einem Innovationsbetrieb wie so einer Hochschule lebt, dass wir das zusammenleben, dass diese Faszination sich in alle Bereiche der Hochschule ausstrahlt und dass man da irgendwie auch stolz drauf ist, auf diese Leistungsstärke. Und ich glaube, die Leistungsstärke ist auch ein wichtiger Beitrag für unsere Lehre. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Studierenden zeigen, Mensch, die Zukunft, die entsteht nicht von allein. Die kann man in die Hand nehmen und durch Forschung. Forschung bedeutet immer, wir denken über die Zukunft nach und versuchen irgendwie methodisch fundiert Probleme zu lösen. Und das bringen wir unseren Studierenden bei. Die Zukunft entsteht nicht von allein. Ihr könnt dabei mitmachen. Und wir sind natürlich damit auch in unserer Lehre immer am Zahn der Zeit. Und deswegen war mir das sehr, sehr wichtig, damit zum Ausdruck zu bringen, Forschung muss leistungsstark sein. Die muss aber auch als leistungsstark wahrgenommen werden. Innerhalb der Hochschule, aber eben auch nach draußen. Das heißt also auch die FH Aachen gerade in ihrer Stärke, in der Forschung, in der Innovation und auch im Transfer dann letztlich auch ein sehr, sehr wichtiger Standortfaktor für diese Region. Absolut. Weil sie ja nicht ohne kann. Genau, diese Stärke, die müssen wir eben auch auf die Straße bringen, nicht wahr? Und das machen wir mit ganz verschiedenem Output. Wir machen tolle Publikationen, wir machen tolle Patente, die der Industrie dabei hilft, Probleme zu lösen. Wir leisten aber natürlich auch mit unseren Doktoranden und Doktoranden einen erheblichen Beitrag, später hochqualifiziertes Personal in den Arbeitsmarkt zu geben. Und gerade auch in der neueren Zeit haben wir uns auch bemüht, aus den Ideen wirklich Unternehmen zu formen. Wir kümmern uns um das Thema Unternehmensgründung und so weiter. Also die Idee muss sein, diese Leistungsstärke ja nicht zur Schau zu stellen. Das ist ja keine Messe, die wir irgendwie haben, sondern die wirklich auf die Straße zu kriegen in den Formaten, dass sie am Ende nutzstiftend ist für die Region und auch weit darüber hinaus. Die Energie ist spürbar. Bernd, ich denke, da ist ein Team am Start, mit dem du viel Freude haben wirst. Ja, das hat Lust. Wenn das rüberkommt, ist das gut. Wir haben richtig Lust. Wir könnten gleich loslegen, was wir ja dann auch tun endlich. Aber das hat richtig Lust. Und das hat eine Idee von dem, was es machen will. Und es hat, glaube ich, eine Idee, dann gehe ich mal auf meine Kachel, es hat eine Idee von dem Thema zusammen. Ich habe ja eben schon mal den Spruch erwähnt, wir können zusammen Zukunft. Das Wir ist ja groß geschrieben. Und das, ne? Wir ist groß geschrieben. Drei große Lettern. Ja. Und das ist ganz wichtig. Und das Thema Wir, das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Michael Jordan hat gesagt, Talent gewinnt Spiele, Teamwork Meisterschaften. Und es geht in den nächsten Jahren bei dem, was die Hochschule vor sich hat, nicht um ein Spiel und mal schnell gut sein und dann ist es wieder gut, sondern es geht darum, dass wir einen langen Weg gehen. Und den können wir nur gemeinsam. Und gemeinsam, habe ich eben ja schon mal erwähnt, heißt die Hochschule und nicht das Rektorat oder ein kleiner Teil davon. Ich bin ja vor einem Jahr gewählt worden ungefähr und habe in diesem Jahr ja auch, das hat Thomas eben auch schon mal gesagt, viele Einblicke bekommen in diese Hochschule. Diese Hochschule hat an vielen, vielen Stellen so extrem exzellente Kompetenz. Diese gilt es aber auch in der nächsten Zeit zusammenzuführen. Und da haben wir nochmal zusammen drin. Also Kompetenz zusammenführen, zu Kompetenzeinheiten, die dann gemeinsam überlegen, wie können wir bestimmte Themen lösen, die wir als Hochschule vor der Brust haben. Und das würde ich gerne organisieren, in Anführungszeichen. Also da würde ich gerne Menschen zusammenbringen, Themen zusammenbringen, Kompetenzen zusammenbringen. Und das als Team über eine Strecke. Miteinander statt nebeneinander. Genau, genau. Also keine friedliche Koexistenz, sondern tatsächlich gebündelte Kompetenz. Ja, und ein Miteinander. Es geht gar nicht darum, in einer Reihe zu stehen und so zu tun, als ob es nichts gibt. Wir müssen immer die Menschen nach vorne nehmen und immer die Menschen in die Leitung der Teams bringen, die die Kompetenz haben und nicht die, die irgendein Amt haben oder eine Würde oder eine Bürde haben. Das ist sehr gut ausgedrückt. Darüber haben wir fast deine Kachel vergessen. Welches ist denn dein... Das ist deine Kachel, Lieblingszeichnung oder Kachel oder wie auch immer man es nennt. Das ist die zweite von oben rechts auf der einen Seite. Und wenn das jetzt nicht zuzuordnen ist, das ist der Berg, der lange Weg, der zum Berg führt und wo das Team
Deshalb Basketbälle wegen Michael Jordan. Michael Jordan, ja. Das Team den Ball oder die Bälle oben in den Korb bringen muss. Und das geht nur zusammen. Ja, sehr beeindruckend. Jetzt verstehe ich das. Ich habe es zunächst nicht zuordnen können, das gebe ich offen zu, ne, als Externer, aber genau das wird mit deinen Erläuterungen sichtbar. Gut. Ja, vielen Dank. Also das war sicherlich schon mal so ein erster Aufgalopp. Ne? Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir natürlich nicht alles beleuchten, aber wir haben ja auch noch 6 Jahre Zeit. Und ich denke, da werden Sie genug Gelegenheit haben, diese Ergebnisse und vor allen Dingen diese Erfolge auch zu sehen. Sie haben wir im ersten Schritt auch alle kennengelernt, zumindest im ersten Schritt, aber Sie haben das Ganze noch mal ein bisschen verfeinert und haben sich auch gegenseitig befragt. Ja, darauf dürfen Sie sich jetzt freuen. Ich sage, die Dame und die Herren haben sich alles andere als verzettelt. Viel Spaß. Christoph, hi. Sehr schön. Willst du zuerst? Ich kann auch zuerst. Dann mach mal. Hast du dich in letzter Zeit öfter geärgert oder gefreut, dass du den Posten angenommen hast? Ich habe mich in letzter Zeit jeden Tag darüber gefreut, dass ich den Posten angenommen habe. Beziehungsweise ich freue mich nicht über den Posten. Ich freue mich ja nicht darauf, Rektor zu werden, sondern ich freue mich, die Gestaltungsmöglichkeiten zu haben, die wir als Rektorat haben. Und das ist ein Unterschied. Und ich glaube, das ist auch unsere Motivation von uns Prorektoren, das mit dir zusammen zu machen, weil wir auch so ein Teamgefühl haben. Und von daher freuen wir uns da auch alle drauf. Ja. Ich müsste jetzt aber hier noch die Frage vorlesen, die stand ja nicht drauf. Ich habe nur gedacht, ich könnte auch mal was fragen, was mich interessiert. Stell dir vor, du könntest dich 20 Jahre zurückversetzen. Was würdest du in deinem Leben anders machen? Nichts. Gar nichts? Nichts. Bestens. Ich habe ja die kleine Eigenschaft, ich bin vor 20 Jahren zur FH gekommen. Ich muss auch sagen, das war zumindest beruflich die beste Entscheidung meines Lebens. Privat habe ich noch ein paar andere gute getroffen, aber ich bin auch sehr gerne hier und freue mich jetzt auch auf die nächsten Jahre zusammen. Ja, ich freue mich tierisch. Hallo Thomas. Du hast Privileg, glaube ich. Jawohl. Ich darf dich fragen, mal gucken. Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre das? Bleib im Leben so, wie wo du laufen gelernt hast. Ich sage immer, wenn jeder Mensch Dinge so wollen würde, wie Kinder laufen lernen wollen, ne, die fallen auf den Pöppels, stehen wieder auf und wollen. Und je älter du wirst, hörst du irgendwie auf, so zu sein. Ne? Dann ist immer, wenn du hinfällst, dann sagst du, hoch, stehst du wirklich wieder auf. Und deswegen, das wäre so mein Rat an Kleinkinder. Probierst du gerne Sachen aus, da wo auch ein Risiko drin steckt? Ja, kann man so sagen. Ich meine, wir haben ja neulich unsere Bilder da aufgenommen. Ich bin da mit Klettersteigset unterwegs. Da ist schon ein gewisses Risiko mit verbunden, wenn man steile Berge hochklettert und in den Abgrund schaut. Aber wenn man andererseits das Gefühl hat, dass man sich gut gesichert hat, dann ist das Risiko auch abschätzbar. Und so eine Mischung dazwischen, die liebe ich. Und ich habe es auch gerade diesen Sommer wieder ausprobiert. Es geht noch. Volker, ohne welche drei Dinge könntest du nicht leben? Also ich könnte auf keinen Fall darauf verzichten, dass ich die Gelegenheit habe, täglich zu entscheiden zu können, was ich tun möchte. Dass mir dieser Spielraum, dieser Freiraum bleibt. Das zu genießen, morgens aufzuwachen und zu überlegen, was machst du denn jetzt ganz frei? Ne? Mal loszugehen. Ich kann mir vorstellen, Reisen auf alte Weise, ja, vielleicht zu Fuß oder per Fahrrad, zu machen und dafür monatelang Zeit zu haben. Und als drittes natürlich die Menschen um mich herum, die ich liebe, die ich mag, die ich finde dafür, die ich interessant finde, mit denen ich gern zu tun habe, auf die möchte ich auf keinen Fall verzichten. Über welches Kompliment in deinem Leben hast du dich am meisten gefreut? Dass ich Humor habe. Ich bin ja Westfale und dem wird man das allgemein nicht so zugestanden. Und insofern war das für mich ein Kompliment. Ja. Warum bist du aus der Art geschlagen? Also ich bin eben nicht aus der Art geschlagen. Wie gesagt, es wird dir nicht zugestanden, aber eigentlich sind die sehr humorvoll. Ja, ich habe dich auch so erlebt, von daher passt das. Schön. Oh, das passt. Ich weiß ja, dass du ein ausgeprägter Karnevalist bist. Oh. Was hast du für ein Gefühl gehabt, als du das erste Mal mit dem FH-Wagen mitgefahren bist? Kannst du das beschreiben? Ja, auch wenn es politisch vielleicht gar nicht so akkurat ist, es war der beste Arbeitstag meines Lebens. Also, ne? Das war schon wirklich klasse, wie wir auch als Gruppe da oben uns mal von der ganz anderen Seite den Leuten zeigen können. Ich glaube, auch die Studierenden konnten uns irgendwie mal von so einer privaten Seite anschauen. Und ganz ehrlich, als dieser Wagen auf die Theaterstraße eingebogen ist und man sah, da so die Leute stehen und feiern,
Das hat schon auch Emotionen ausgelöst. Dann meine Frage an dich. Gibt es etwas, wovor du dich drückst, dich aber gerne dazu überwinden würdest? Wovor ich mich immer drücke, und das ist wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann auch noch was, woran ich arbeiten muss, ich telefoniere ungerne. Ich kann gar nicht sagen, warum. Ich bin immer lieber ein Mensch, der irgendwie mal eine E-Mail schreibt oder so, dass ich mir das in Ruhe überlegen kann. Vielleicht finde ich Telefonieren immer noch so die seltsamste Art der Kommunikation, dann lieber persönlich oder eben offline. Aber ich denke, da muss man dran arbeiten, und ich drücke mich dazu sehr vor, und das muss man mal ändern. Das ist zwar nur eine Kleinigkeit, aber das ist so das Verhaltensmuster, wo ich denke, da muss ich was tun. Gut, ich nehme die nochmal raus. So. Was steht ganz oben auf deiner Bucketlist und warum? Ich glaube, ich habe so eine Liste gar nicht. Ich bin ein Mensch, der das Leben nimmt, wie es kommt. Einer meiner wirklichen Überzeugungen ist, du kannst das Leben nicht planen. Das Leben passiert. Und von daher habe ich auch keine Bucketlist, sondern versuche einfach das Beste aus dem Tag zu machen. Und den Tag, den ich habe, den möchte ich abends beenden mit der Aussage, es war ein guter Tag. Und von daher plane ich nichts. Und jetzt habe ich natürlich vor, erstmal ein geiles Rektorat zu machen. Ja, und auch ich habe mich natürlich lange vorbereitet und mir eine Frage ausgedacht. Kleinen Moment. Wie verbringst du am liebsten deinen Abend nach einem harten Arbeitstag? Oh Gott, da gibt es jetzt die Variante, wo meine Frau einschreiten würde, wenn ich mich jetzt als wahnsinnig aktiv zeigen würde. Ganz ehrlich, ich habe so richtig gern meine Ruhe. Also ich bin schon ein Couch-Potato an Abenden. Heißt jetzt nicht, dass ich mich aufs Sofa lege und schlafe. Aber sagen wir mal, ich bin nicht so der Typ, der abends gern noch Riesenprogramm hat. Ne? Also ich bin nicht der Mensch, der den Abend dahin geht und nächsten Abend dahin geht. Ich bin einfach gern zu Hause. Eher alleine oder eher mit deiner ganzen Familie zusammen? Beides. Ich kann beides gut aushalten und ich kann beides genießen. Also ich hab die gern um mich rum. Ich kann aber auch gut meinen Abend alleine verbringen und einfach so meine Ruhe haben. Gut, dann bin ich dran. Hm? Oh, ich habe gleich eine ganze Auswahl. Dann nehmen wir doch mal diesen. Das ist eine schöne Frage. Die Antwort auf welche Frage wolltest du schon immer mal wissen? Ui, das ist in der Tat eine interessante Frage. Jetzt in der Zeit, wo wir mit Internet etc. das Wissen so greifbar nahe haben, gibt es ja fast nichts, wo man nicht dann der Versuchung unterliegt, sofort zu recherchieren, was denn die Antwort auf eine Frage wäre. Das Einzige, was natürlich bleibt, was man nicht recherchieren kann, ist die Frage, was denn nach dem Leben noch Interessantes passieren wird. In der Tat. Das wäre, glaube ich, auch meine Antwort gewesen. Dann noch mal fragen, was ich von dir schon immer mal wissen wollte. Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? Es war ein geiles Leben. Ja, das hört sich richtig gut an. Also ich versuche das mal eigeninterpretatorisch zusammenzufassen. Rektorat, die beste Entscheidung meines Lebens. Wir gehen kalkuliertes Risiko, erklimmen aber steile Berge. Wir wollen, und fallen wir auf den Pöppis, dann stehen wir wieder auf. Wir haben Humor, auch die Westfalen. Wir sind verhatzejeck, wie der Öscher sät. Wir telefonieren nicht, sondern wir sprechen mit den Menschen persönlich. Wir haben keine Bucketlist, wir nehmen das Leben einfach so, wie es passiert. Wir wollen Antworten, auch auf schwere Fragen. Auch Couch Potato können wir. Wir haben ein geiles Leben und wir machen ein geiles Rektorat. Ja, meine Damen und Herren, besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Und das ist ohne Netz, Filter und doppelten Boden. Und mit dieser Echtheit, mit dieser Ehrlichkeit und geballt dazu natürlich noch mit dieser Kompetenz ist ein erfolgreiches Wirken dieses Teams unausweichlich. Und ich denke, wir dürfen uns wirklich und ehrlich auf 6 erfolgreiche FH-Rektoratsjahre freuen. Dazu wünsche ich Ihnen im Namen aller Zuschauerinnen und Zuschauer viel Glück, darf mich sehr herzlich bedanken. Es war ein sehr, sehr interessanter Talk, den wir sicherlich noch viel länger hätten fortführen können. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Tschüss.